Big Smoke kennt hoffentlich jeder. Er war ein Kumpel von CJ gewesen, bis Carl Johnson ihn bei der letzten Mission getötet hat. Weil er CJ und die ganze Gang verraten hat und nun wird Rom erzählt, dass sein Geist in seiner Crackbude ist. Eine verlassene Crackbude, wo nicht mal die Polizei was gemacht hat. Und bei dieser Bude ist alles noch normal und keine Menschenseele ist dort. Ist das nicht etwas unheimlich? Nicht mal die Polizei hat aber irgendwas gemacht oder gesperrt oder so. Das ist doch wirklich schon etwas creepy, oder? Ich frage mich nur, ob das von Rockstar Games so gewollt war, ob da wirklich etwas ist oder ob Rockstar Games das einfach vergessen hat. Wir werden es später rausfinden, aber zuerst zeige ich euch die letzte Mission von GTA San Andreas. Viel Spaß. Hey Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money. The power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity of when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. So, hallo, da sind wir jetzt in der Location von Big Smoke's Ghost. Ich habe euch ja schon den Clip gezeigt, also die letzte Mission von GTA San Andreas halt, also End of the Line. Ja, hier ist nach Internet Recherchen und sowas habe ich festgestellt, dass viele erwähnten, dass Big Smoke's Geist angeblich hier an diesem Ort sein sollte. Und ja, mehr darüber kann man nicht sagen, dass sein Geist nur da auftaucht. Man weiß nicht, was der Geist jemanden antun wird, ob er irgendwas machen wird. Und ja, also ich habe mal wieder das Nachtsichtgerät, aber ich glaube nicht, dass man dadurch den Geist besser sehen kann. Und ja, beginnen wir mal die Suche. Zunächst einmal fällt mir gerade auf, hier ist so eine Tür, die, wohin führt die wohl? Was ist denn da drin? Das werden wir nie erfahren, leider. Aber man kann hier reingehen, Smoke's Crack Palast. Ja, wenn ihr irgendwas seht, was ich nicht gesehen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Okay, die Zeitung kann man hier nicht erkennen. Viele hatten gesagt, dass Big Smokes Geist da hinter diesem Gitter da gesehen wurde. Und ja, es wurde auch wegen diesem Licht hier erzählt. Immer wenn das flackert, soll der Geist von Big Smoke hier in der Nähe sein. Oh, fliegen. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, weil das flackert sowieso immer die ganze Zeit, immer bei der gleichen Stelle, immer wieder gleich. Aber es ist immer nur dieses Licht, komischerweise, immer nur dieses Licht.
Aber ganz ehrlich, man fühlt sich beobachtet, wenn man hier alleine ist. Aber da oben war doch noch irgendwas gewesen. Konnte man da nicht irgendwie hinkommen? Da oben. Anscheinend nicht. Man kann sich zwar dahin hacken, aber das tue ich jetzt nicht. Es wurde auch im Internet gesagt, dass wenn man durch diese Tür kommt, dass man schnell auf diese Tür dahin zoomen muss, weil dann die Tür so ganz schnell zugeht. Das möchte ich mal gerne nochmal ausprobieren. Ist ja unmöglich. Das geht ja viel zu schnell. Also viel zu langsam. Aber was mir auch wirklich geheimnisvoll ist, wenn das hier das letzte Mission war, wieso, und das alles ist jetzt hier komplett verlassen. Wieso hat die Polizei das nicht beschlagnahmt oder irgendwie, geht, also da vor diesem Unfall da, also vor der Wand da draußen, irgendwie sowas gemacht, dass niemand da hier reingehen soll, weil ja kann dann jeder Schwein kann hier reinkommen. Und guck mal, alles ist ja immer noch ganz normal. Und beim Ende der Mission habt ihr gesehen, da ist ja alles in die Luft geflogen hier. Es sieht ja einfach alles ganz normal aus, als ob nichts passiert ist. Es wäre eigentlich ein wunderschöner Ort, um das hier, also das Haus hier zu verkaufen. So, da haben wir Big Smokes Statue. Was für ein alter Angeber da war. Die Lichter funktionieren noch. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Wenn ihr mich fragt, die Lichter funktionieren noch alle. Sieht aber alles ganz normal, als ob hier nichts gebrannt hat, wirklich gar nichts. So, jetzt kommen wir auch zum Ort, wo Big Smoke von CJ getötet wurde. Was wohl mit seiner Leiche gemacht wurde. Das ist der Ort, wo er gestorben ist. Ihr wollt mich doch jetzt nicht ernsthaft verarschen, dass man hier
Ach du Scheiße. Gott. Da liegt noch so ein Haufen Geld auf dem Boden. Ah, so wie ich Big Smoke kenne, hat er sich hier vollgefressen natürlich. Kann man auf den Trampolin irgendwie hinkommen? Auf den Trampolin hatte ich schon mal auch, als ich Dings das Spiel gespielt hatte, so hatte ich immer wieder versucht aufs Trampolin zu springen, aber ich hab's irgendwie nie geschafft. Irgendwie muss man es doch schaffen, da drauf zu kommen, mein Gott. Da hängt er sich nicht mal dran. Boah, was für ein Bett der hatte. Bestimmt ganz viele Bitches hatte er da. Vielleicht sieht man was mit deinem Nachtsichtgerät. Lass mal nochmal zurücklaufen und alles nochmal so mit dem Nachtsichtgerät mal angucken. Mit dem anderen Gerät kann man ja nur Wärme aufnehmen und Geister haben ja keine Wärme mehr, deswegen wäre das ein bisschen Unfug, wenn ich das andere dabei hätte. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken? Oh Gott. Mit dem Gerät kann man ja gar nicht sehen, dass das flackert. Oder ist es das überhaupt? Das flackert ja gar nicht mehr, oder? Ist es das überhaupt? Komisch. Ja, das war's gewesen. Wieso hat's nicht mehr geflackert? Puh, es wird immer stranger und stranger. Naja, hier kann sowieso nichts sein. Bin aber sowieso gespannt, wieso das nicht flackert. Flackert es immer nur bei einer gewissen Zeit oder was? Oh Gott, okay, jetzt wird's creepy. Naja, okay, dann sage ich mal... Kommen wir auch mal zum Schluss und ja. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen.